Das Wort Pommern ist slawischer Herkunft und bedeutet Land am Meer. Und genau da am Meer liegt Mecklenburg-Vorpommern. Sein östlicher Nachbar ist Polen. Im Süden und Westen grenzt es an Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern ist das sechstgrößte Land der Bundesrepublik, mit knapp 1,6 Millionen Einwohnern, aber auch das am dünnsten besiedelte. Beinahe 2000 Kilometer Küste verschaffen dem Ostseeanrainer den längsten Seezugang aller deutschen Länder. Besonders bekannt für Mecklenburg-Vorpommern die Insel Rügen. Der Tourismus ist mit über 5 Milliarden Euro Umsatz jährlich ein besonders wichtiger Wirtschaftsfaktor. Neben den Rügener Kreidefelsen und den Stränden der Ostsee ziehen insbesondere Rostock, Usedom, Stralsund, die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Mecklenburgische Seenplatte jährlich hunderttausende Besucher an. Nach eigenen Angaben ist das Land das beliebteste innerdeutsche Reiseziel für Familien. Überdurchschnittlich wichtig für Mecklenburg-Vorpommern ist auch die Landwirtschaft. Durch die Fischerei liegt deren Anteil mit 2,6% am Bruttoinlandsprodukt im Bundesvergleich sehr hoch. Die Wirtschaftslage des Landes hat sich in den vergangenen Jahren zwar generell verbessert, dennoch erwirtschaftet Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor das drittkleinste Bruttoinlandsprodukt aller Länder. Ähnlich sieht es bei den Arbeitslosenzahlen aus. Auch hier gibt es Verbesserungen. Mit 9% sind aber noch überdurchschnittlich viele Menschen ohne Job. Eine weitere Besonderheit: In Mecklenburg-Vorpommern leben bundesweit die wenigsten Ausländer. Nur 65.000 Menschen ohne deutschen Pass wohnen im Nordosten der Republik. Trotzdem, die Flüchtlingssituation ist auch hier ein herausragendes Thema im Wahlkampf. Und der neigt sich jetzt dem Ende zu. Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2008 Erwin Sellering von der SPD. Und der will es auch bleiben. Lorenz Kaffier von der CDU möchte ihm das Amt streitig machen. Aktuell ist er der Innenminister des Landes. Am 4. September geht es dann um die Frage, wer im Schweriner Schloss eine Mehrheit für sich gewinnen kann.